Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Die wundern sich bestimmt, warum wir jetzt die ganzen Videos immer in den gleichen Klamotten anhaben. Ja, wir haben heute Vier so. Boxen auf einmal bekommen. Jetzt machen wir einen Unboxing-Marathon, weil wir gerade Zeit Unboxing-Marathon. gefunden haben Ja. dafür. Also, ich denke mal, das ist die Brigitte-Box, denke ich. Zumindest. Denkst du? Denke ich. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch wieder eine andere Box. Das haben wir Na schon ja. mal, das haben wir schon mal gedacht. Nein, Oh. es ist die Brigitte-Box. War schöne Farbe. Das sagst du irgendwie immer Oh, bei mit der einer Brigitte. Was Klonlektüre. sagst du irgendwie immer bei der Brigitte-Box? Schöne Farbe. Und Werbung. Das habe ich schlucken. Werbung. Extend your taste. Und eine Brigitte für die Toilette. Ah, okay, für eine hier. Ha. Essensbox. My Cakebox. Und eine Brigitte für die Wine Food Toilette. Box, For Your Soul Box, Trotzdem auch eine Back. Brigitte für die Toilette. Kann nicht jeder von sich brauchen, eine Kannst ja der Brigitte. Brigitte die Brigitte mitbringen. Brigitte, ja. Genau. So, das ist die Box. Machen wir Yes, we do. Bist du dir ein Haarbändchen machen? Nein. Nein, schade. Du. Oh, ich sehe schon was. Das. Nein. Das. Hier. Danach, dann nimm es dir raus. Da-da! Jelly Bellies! Er liebt Jelly Bellies. An der Jelly Bean Factory. Ja, es sind Jelly Bellies, Schatz. Stimmt. Jelly Bellies sind aus der Sollen Jelly wir Bean mal einen Factory. probieren, oder? Was sind da für Oh, da sind Geschmacksrichtungen? jede Menge drin. Nicht, dass da irgendwie so eklige sind. Da habe ich ein Gut, dann bisschen machen wir jetzt hier. Angst, weil er steht ja Warum? hinten drauf. Ja, die kannst du nicht erkennen, das ist so klein geschrieben hier. Also ich erkenne da nichts drauf. Mango, Raspberry, Sind, glaube ich, 20 oder Caffè 25 verschiedene Sorten. Latte, Hawaiian, Pineapple, Apple, Pink Grapefruit, French Vanilla, Bananasplit. Warum kannst du das nicht lesen? Das kann ich nicht lesen. Da brauchst du doch eine Brille. Doch jetzt. Ich bin die mit der Du, Brille. komm, ich probiere einfach mal einen aus. Ich habe eine Brille. Im Auto. Ich probiere einfach mal einen aus. Ja, wir haben ja jetzt gelesen, ist nicht schlimm. Weiß. Also Kaffee Latte wäre für mich schlimm. Ich mache mal weiter. Oh, was haben wir denn hier? Natural Super Clean Zahnputztabs. Oh, Zahnputztabs. Also Nee, 25 Stück. wir haben ja in Ägypten schon Zahnputzpulver Pulver. kennengelernt. Wir waren überhaupt nicht, wir waren nicht wirklich begeistert. Nicht wirklich. Aber es werden wir auch in einer Zukunft in eine Verlosung, also nicht die Packung, eine andere Packung. Wir haben nämlich das zweimal mitgenommen. Na, bei Ne? den Hogala-Videos. Ne, ja, genau, in den Hurghada-Videos werden wir zeitnah das und noch ein paar andere ägyptische Kosmetik verkaufen. So, Nicht verkaufen, verlosen. verlosen. So, Verkaufen. Natural Box, Kräftigungskur, Hair Shop. 99% natürlicher Ursprung im Oh, das Gesamtprodukt. ist für mich. Mit kalt gepresstem Olivenöl. Cool. Kannst du auch in den Salat tun, siehst du? Next one, das hatten wir schon mal. Ja, das hatten wir schon mal. Glück Minis. Verschiedene Marmeladesorten. Genau, ich habe, Marmelade. glaube ich, irgendwie, ich glaube, du hast Erdbeer gegessen, ich habe alle anderen, oder habe ich alle gegessen? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Himbeer, Aprikose, Der Erdbeer Mann und isst nur fruchtige Erdbeeren. Johannisbeere. Ja, ich esse nur Er isst Erdbeeren. gerne Marmelade, sehr, sehr gerne, aber nur Ja. Erdbeeren. Ich esse jede. Nächstes Produkt. Sebamed, Anti-Aging. Faltenkiller. Faltenkiller, ja gut, die brauchen wir jetzt nicht drauf machen, ne? Das hat so ein Döschen mit Creme, ne? Oh, das hört sich gut an. Sandelholz und Olivenöl. Sandelholz Feste und Peeling Olivenöl. Duschseife von Sandelholz. Velveti. Peeling Duschseife. Hört sich cool. Das hört sich gut an. Riechen die? Ha, kommen wir zu meinen Lieblingsprodukten. Riech mal. Oh ja. Ist gut. So, kommen wir zu meinen Lieblingsprodukten. Eine Antifaltenmaske. Tidin. Oder eine Aloe Vera Maske. Oder eine Hyaluron Maske. Das muss ich aber erstmal ganz lange Jetzt lesen. musst du eigentlich einen Applaus Hyaluron. Hyaluron. einblenden. Also, So ach so, ein Applaus. ja. Yay! So, das nächste von Barbour Lifting. Barbour.
Lifting and Firming. Skin Typ Major. Was ist Major? Major. Nature League. Die kenne ich gar nicht. Also die kenne ich noch überhaupt nicht. Da bin ich richtig gespannt drauf. So. Da bin ich echt gespannt drauf. Tube. Oh, von Matmaski. Matmaski. Matmaski ist immer teuer. Meditin Mood Gleasing Mask. Melting Matt. Ja, die immer. Warum schreiben die das? Die schicken das in Deutschland, sonst auch Deutsch schreiben. Gibt es so viele, aber die eigentlich es, können. Aber ja, ist auf jeden Fall irgendeine Tube mit irgendeiner Maske. Ja, aber der Trend geht ja dahin, dass immer mehr Englisch sprechen. Was haben wir denn hier? Von Miro. Feng. Ich in meinem hohen Alter. Miro. Wissen wir, wo es hergestellt wird? Hier um die Ecke. Ja, genau. Miro. Hm? Der Hersteller ist direkt hier um die Ecke. Haben wir letztens festgestellt. Von Miro Femme. Perfumed Bath and Shower Gel. Warum riecht der gerade so gut? Boah, der riecht richtig geil. Ja, sag ich ja. Ich habe im ersten Moment gedacht, riecht wie das Alf. Da riechst du nach Sonne, oder? Ja, das riecht nach Sonne. Das riecht auch sehr gut. So, letzte schon, ne? Ja, das war's schon. Rabenhorst, Wohlfühl mit Eisen. Für die Blut. Mit Eisen? Eisen, so hat sich das angehört. Eisen. Für die Blutbildung und Energiestoffwechsel. Traube, Himbeer, Kirsche, Hibiskusblüte. Aha. Oh, Hibiskus, lecker. Hibiskus. Ich mag so gerne Hibiskus-Tee. Ja, haben wir extra wieder Nachschub mitgebracht. Dann schauen wir mal kurz durch. Ich glaube, das ist so eine Creme. Ah, nee, das ist Schauergel, ne? Ja. Ah. Ja, die riecht richtig gut. Die riecht voll gut. Schatz, darfst du auch benutzen. Er benutzt es jetzt einfach mal. Das ist auch schön, schön. 5 Euro kostet das. Mach ich mal. Boah, es riecht echt nach Sommer. Boah. Gut, ihr könnt uns gern einen Kommentar hinterlassen. Genau. Erzählt uns mal, wie ihr die Box fandet. Also ich fand die gut. Ich auch. Allein vom Geruch her. Ja, boah, da sind schon aber 2 Sachen dabei, die richtig gut geruchen. Ich brauche gar nicht zu wissen, was das für Produkte ist. Ich muss nur den Geruch haben. Riecht gut. Das reicht schon. Man hängt ja die ganze Zeit dran. Schnüffel. Ja, also in diesem Sinne, wie immer, macht es gut. Tschüss. Ciao.